Kipchoge there, being handed a bottle by a cyclist who celebrates the achievement. It is not as easy as it looks. It's something they practice in training, these elite athletes, grabbing that bottle at speed. Ja, das war lustig. Das haben wir nämlich mit einer Vase gemacht, wo noch eine Tulpe drin war. Und da haben wir verabredet, wie ich denn die Flasche halten soll. Und zwar so, dass er sie sauber packen kann. Also ich habe die Flasche von unten gehalten und er konnte dann eben von oben greifen. Denn man muss sich ja vorstellen, die kommen ja mit über 20 Stundenkilometer angerannt. Du hast die Flasche da und dann ist genau der wichtigste Augenblick. Augenkontakt, sieht dich dein Athlet auch. Ich habe ihn einmal angeschrien, weil der extrem im Tunnel war. Man musste ihm mal ins Gesicht gucken und da hat man diesen Tunnelblick gesehen. Dann hältst du ihn in die Flasche hin und er greift die Flasche und es klappt. Und dann ist natürlich eine Riesenfreude da. Dann musst du sofort zu deinem Fahrrad rennen, weil die nächste Verpflegung ist ja in 5 Kilometer Entfernung schon. Also du musst die ganze Meute an Athleten, an Kamerafahrzeugen, an Führungsfahrzeugen musst du dann überholen. Da musst du fast an die 40 Stundenkilometer fahren, damit du an der nächsten Verpflegung bist, dich nochmal zu sortieren an dem Tisch und dann wieder diese Übergabe zu organisieren. Also das ist immer sehr viel Action. Und deswegen bin ich abends dann auch immer völlig gerädert, wenn ich diesen Tag hinter mir habe. My biggest remembrance in Tallinn is the guy who was on the motor was still my hero up to now. The way he was handing over and the way he was reacting and the way he was talking is incredible. Das Management rief mich am Montag nach dem Wettkampf an, also gleich am nächsten Tag, und sagte: Mensch, der Iljut, der möchte dich noch mal sehen im Hotel, hast du vielleicht Zeit, kannst du vorbeikommen? Und dann habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt, bin ins Hotel gefahren und da stand er schon und hatte seine Startnummer vorbereitet mit einem ganz, ganz netten Spruch: Lieber Klaus, ohne dich hätte ich den Weltrekord nicht geschafft. Das halte ich jetzt vielleicht für ein bisschen übertrieben, aber das fand ich sehr, sehr rührend. Und auch sein Trainer, der kam auf mich zu und sagte: You have been so enthusiastic, also du warst so euphorisch dabei. Vielen, vielen Dank, dass du uns da geholfen hast. That's my happiness, to learn that I inspire most people. That's my big happiness. You know, the happiness in sport is when you inspire somebody to do a positive thing. That's the best moment.